die Bar an sich, die muss sich einfügen in so einem Gesamtkonzept. Es ist das Licht, es ist aber auch schon die Erscheinung der Barkeeper. Herzlich willkommen, ihr seid gerade im Humboldt-Carré. Das ist eins der führenden Konferenz- und die Veranstaltungshäuser in Berlin. Die Gendarmerie, wie gesagt, seit 10 Jahren ist sie wirklich so ein Hotspot in Berlin. Das muss man sagen, weil du hast hier wirklich einen Szenetreff, sei es aus der Politik, sei es Schauspiel. Wir sind natürlich auch immer, gerade wenn die Berlinale ist, Fashion Week, sind wir wirklich auch das Haus, wo man auch hingeht. Und es liegt natürlich nicht nur daran, weil wir ein schönes Ambiente haben, es liegt wirklich auch an der Kulinarik. Den heutigen Drink, den der Suat mit seinem Team kreiert hat, das ist wirklich eine etwas längere Geschichte, weil wir haben festgestellt, der harte Alkohol ist es gar nicht mehr. Und Gin ist ein ganz, ganz starkes Thema in Berlin. Aber ich finde, das ist wirklich ein Cocktail, den wir heute präsentiert haben. Den kannst du als Aperitif einfach nehmen oder auch wirklich an der Bar abends sitzen mit Freundinnen und Freunden und den Abend genießen. Warum wir uns für Chaps entschieden haben und gerade mit der neuen Premium-Marke, das Design der Flasche, dann auch die verschiedenen Sorten, also ich bin totaler Fan von Matcha zum Beispiel, haben wir festgestellt, dass die Cocktails darüber ganz anders mixbar sind und einen ganz anderen geilen Geschmack haben, und das wollen wir unseren Kunden einfach auch präsentieren. Ich würde mich freuen, euch alle bei uns in der Gendarmerie, in der Behrenstraße in Berlin-Mitte oder auch in der Austernbank die nächsten Tage begrüßen zu dürfen. Unsere Barkeeper stehen alle bereit, die freuen sich auf euch. Kommt vorbei und lasst uns eine schöne Zeit haben.